Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch den Workaround zum neuen Giftcast for Friends Glitch zeigen. Ja Leute, und zwar gibt es den neuen Giftcast for Friends jetzt wieder ohne zu verglitchen. Das heißt, ihr könnt den Giftcast for Friends Glitch auch wieder überall auf der Map machen. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht dafür einfach nur einen Freund, selbstverständlich, der euch dabei hilft. In meinem Fall ist der Jens. Vielen Dank nochmal für die Hilfe, Jens, und Grüße gehen raus. Ihr und euer Freund, ihr müsst eure MOC einmal hier hin platzieren. Wie gesagt, ganz egal, wo ihr den Giftcast for Friends macht. Wenn ihr eure MOC dahingestellt habt, dann kauft einmal in eure MOC eine Sanchez rein. Die findet ihr unter Southern San Andreas für 7000 GTA-Dollar. Ich weiß nicht, ob es auch mit einem LG oder mit einem anderen Fahrzeug funktioniert. Das müsstet ihr dann mal ausprobieren. Ich habe es halt nur mit einer Sanchez geschafft. Wenn die Sanchez dann auch hinten drin ist, dann könnt ihr auch schon direkt losstarten. Euer Freund muss sich dann in der Nähe eurer MOC begeben, so dass ihr ihn dann mit reinziehen könnt. Dann geht ihr auf Eintreten mit euren Freunden und Crew. So, dann lasst ihr euren Freund einmal aufsteigen und fahrt dann einmal aus der MOC raus. So, seid ihr dann draußen angekommen, dann könnt ihr eurem Freund Bescheid sagen, dass er sich jetzt eine NPC-Karre schnappen soll, am besten mit einer niedrigen Motorhaube. Und die soll er dann einmal, so wie jetzt bei mir im Video, hinter eure MOC einmal platzieren. Und wenn er es gemacht hat, dann kann euer Freund dann einfach einmal aussteigen. So ist er dann ausgestiegen, dann fahrt ihr einfach auf der Motorhaube drauf. So, fahrt dann drauf, drückt dann teilweise nach rechts, ihr seht, das Auto wird dann despawnen, dann steigt ihr einfach ab und jetzt muss dann euer Freund einmal das Auto anfordern, was ihr haben wollt. So, ihr steigt dann einfach in das Auto ein, euer Freund geht zu seiner MOC und zieht euch dann einfach in seine MOC mit rein. So ist dann euer Freund reingegangen, seht ihr, ihr werdet jetzt mit dem Auto in eure MOC geportet, das Auto habt ihr aber jetzt noch nicht. So, jetzt muss nämlich euer Freund einmal jetzt eine Einladung in seine MOC reinschicken. Wir warten einmal, bis unser Freund uns die Einladung geschickt hat. So, Einladung ist raus. Wunderbar, sind wir in der MOC drin. Dann können wir sie auch einfach wieder verlassen. So, sind wir jetzt draußen angekommen, dann können wir einmal das persönliche Fahrzeug wieder einlagern. Dann gehen wir auf Sonderfahrzeuge, mobile Kommandozentrale, persönliches Fahrzeug anfordern. Dann warten wir einmal, bis das Auto angekommen ist. Ja, und ihr seht, hier steht das Auto von unserem Freund. Und hier ist das Auto, was wir uns gerade von unserem Freund gezogen haben. Und ja, wenn ihr euch jetzt wieder die Autos ziehen wollt, dann müsst ihr es einfach wieder so machen. Also das heißt, ihr stellt euch wieder eine Sanchez in die MOC hinten rein und macht dann einfach alle Schritte wieder wie gehabt. Und ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.